Hi zum Aussteigerkanal. Ich bin heute mal wieder auf der Rhea. Heute möchte ich euch mal ein Phänomen zeigen hier. Das ist vielleicht einmal im Jahr. Das ist, wenn es wirklich, wirklich heiß war, dann kommt vom Atlantik so Dunst. Ich denke, da steigt irgendwie Wasser auf oder so oder verdunstet. Es ist ganz selten. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt auf der Kamera. Und das ist sehr, sehr feuchte Luft. Das heißt, da hinten sieht man die Düne schon nicht mehr. Vor mir sieht man nur mal den Strand und die Düne, das Wasser. Ne? Jetzt sieht man gar nichts mehr. Und das kann so extrem werden, dass alles weiß ist. Du siehst dann nur noch 1-2 Meter weit. Und ich muss echt schauen, wenn das weiter reinzieht, dass ich meine Hunde bei mir halte, weil die mich nicht mehr sehen und ich die nicht mehr sehe. Das ist irre. Ich war mal hier. Und bin bei Sonnenschein eingeschlafen, bin dann eingeschlafen, bin aufgewacht und alles um mich herum war weiß. Ich habe gedacht, ich träume oder ich bin irgendwo, keine Ahnung, das war hier irgendwie sehr spooky. Und da wusste ich auch noch nicht, dass sowas passieren kann. Aber das ist jetzt so der Anfang von diesem Phänomen und man sieht, wie hier diese Dunstwolken da drüber getrieben werden, über den Sand. Seht ihr das da? Das ist ja total irre. Die Leute verlassen die Bühne hier. Weil die Angst davor haben. Ja. Wir wollen schnell zum Spaziergang, schnell schwimmen und dann gehe ich auch wieder heim. Aber ist ja irre. Das geht jetzt auch schnell zu, wie man sieht. Oh wow, ich gehe mal in die Richtung, da ist nicht so viel Dunst. Hier sieht man den Dunst schön. Ist irgendwie unheimlich. Erinnert mich irgendwie an diesen alten Film The Smog oder wie hieß das? Nebel des Grauens. Ja. Dorf, da hinten sieht man auch schon nicht mehr. Und der treibt jetzt rein aus Land. Ja, es ist schon strange. Das da sind übrigens alles Austern. Oh wow, jetzt wird's aber. Und die werden alle, also dieses Watt wird von irgendwelchen französischen Firmen gemietet. Und die stellen dann ihre Austernkörbe hier auf. Und hier kann man auch Austern sammeln, weil Austern ziehen Austern an. Ne? Aber Nebenerscheinung ist halt auch sowas. Ne, das interessiert die Firma nicht, wenn mal das Meer was wegspült. Bleibt einfach liegen, interessiert nicht. Ne? Also ich bin schon wieder überrascht, oder eigentlich nicht. Ne, der Nebel kommt, 2, 3. Gruppen von Menschen stehen auf und gehen. Die anderen sehen das, stehen auch auf und gehen. Ne? So funktioniert der Mensch. Irgendwie komisch. Alle gehen und wir kommen. Ja, das da hinten, die Leute, das sieht aus wie eine Fata Morgana oder so. Ne? Es wird immer schlimmer. Oh Mann. Hallo, heute ist alles anders. Das ist schon ein ungewöhnliches Phänomen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade hier im Wasser. Es sind so kleine Priele, die zurückbleiben. Das heißt, es sieht jetzt groß aus. Das ist so ein Prilsee oder so. Und das Wasser ist schön angenehm warm, sehr, sehr flach. Aber es ist so eine komische Stimmung irgendwie. Dieser Nebel, der schluckt alle Geräusche irgendwie. Und man kommt sich so ein bisschen vor wie in Island in so einer heißen Quelle oder so. Es wird doch immer dichter. Ich sehe schon die Leute davon gar nicht mehr. Ja. Mucki, nicht verloren gehen, nicht so weit rausschwimmen, sonst finde ich dich nicht mehr. Ja, alle sind weg. Hier hinten sind noch ein paar Handvoll Leute. Und das war's dann auch schon, ne? Hey Louis. Louis Buu. Louis will mich immer hier beschützen vor dem Wasser, glaube ich. Er ist immer besorgt, wenn ich im Wasser bin. Guck mal, wie besorgt er guckt. Louis, ne? Aber es ist irgendwie echt eine Stimmung, du. Es ist da durchgeknallt. Ja. Krass. Krass, 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 Hammer. Ja.
Also hier ist irgendwo das Land, ne? Man sieht das Land nicht mehr. Also kann sich schon vorstellen, dass man sich dann hier verläuft, wenn der Nebel nur einen Meter weit einen gucken lässt, ne? Ich weiß ungefähr, in welche Richtung ich gehen muss, aber es ist schon ein bisschen strange. Ja. Deswegen sind ja auch alle gegangen. Also der Nebel hat sich wieder ein bisschen verzogen. Ah, da hinten kommt mehr. Die nächsten Tage soll noch viel mehr Nebel kommen. Ja, ich war jetzt so lang dort. Jetzt müssen wir dafür übers Wasser laufen. Vielleicht müssen wir zwischendrin ein bisschen schwimmen. Alles voller Fische. Die Flut treibt die Fische rein. Ja. Muggelmann muss schon schwimmen, ne Muggelmann? Ja, halt dich ran. Du wirst abgetrieben. Na, weiter, komm Mucki. Der tapfere Mucki, ne? Also, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Jetzt ist hier schon ziemlich tief. Da waren immer noch Leute draußen, die wissen das glaube ich nicht, die Frau. Weil hier diese Zwischenstelle wird tief. Wenn sie noch länger wartet, dann muss sie hier schwimmen. Und dann wird es wieder flach, aber trotzdem. Also, bis zum nächsten Mal.